zu zeigen, das ist für mich so, guck mal, mit 7 Jahren zum Beispiel hat meine Mutter mich mit dem Bus zum Trainingsgelände gefahren und mein Vater auch immer dabei, immer von Port nach Leverkusen, und wir hatten nicht wirklich immer das Geld für Sprit sogar, wisst ihr, es war nicht immer so einfach, und trotzdem haben wir es gemacht, durchgezogen, und jetzt hört mal, was meine Mutter gesagt hat. Ja. Von Köln-Port mit der Buslinie 152 die Tür der Heustraße bis Leverkusen jeden Tag. Und wenn der Benny seine Tasche vorhat und wir müssen einfach rübergehen, weil der Bus, wenn der vorbeifährt, dann verpassen wir. Was die Dame sagen will, ist, wir haben auch eine afrikanische Seite, und vielleicht kennt ihr das, aber Afrikaner kommen häufiger, ein bisschen später. Aber bei dem Bus interessiert das nicht. Und dann, so oft ist das passiert, wir müssen über die Straße, und zwar so, manchmal von weitem gesehen, wenn der Bus gekommen ist, und wir sehen, der Bus kommt, wir haben Sprints hingelegt, rote Ampeln überquert, das war uns so egal. Hauptsache, wir kriegen diesen Bus mit mir an der Hand, Tasche hier, wir sind gelaufen. Aber das meinte sie damit, weil sie es nicht verstanden hat. Wir sind gerannt wie Verrückte. Heute, wie wunderschön ist das hier in Mallorca. Der Jünger sitzt hier neben mir in einer Villa. Oh, Halleluja. Es hat dich gelohnt. Seht ihr das? Das ist so für mich etwas, wo ich sagen kann, meine Familie hat mich immer unterstützt, auch mein Vater hat mich immer gefahren. Selbst Tabea hat Wege mit mir gemacht bis nach Leverkusen. Tabea musste auf viel verzichten, weil immer am Wochenende Turniere waren oder sonst was, wo meine Eltern auch mich hinfahren mussten, wo die auch da sein müssten. Und da muss ich wirklich sagen, so jetzt so das geschafft zu haben, diesen Traum zu leben, das war für mich wirklich so... einfach etwas zurückzugeben. Das heißt, diese ganze jahrelange Arbeit hat sich einfach gelohnt. Follow me home.